Das heutige Sonntagsevangelium möchte ich umschreiben mit dem Satz: Hab Vertrauen, es wächst. Überall wächst die Saat. Bald werden die ersten Felder abgeerntet. Eines ist jedoch geblieben, was auch die Technik nicht ändern kann. Die Saat wächst nach ihrem Rhythmus. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Was will Jesus uns sagen? Ich glaube, Jesus will uns alle zuerst einmal zum Beobachten anregen. Wir sollen hinschauen, nachdenken, staunen über die einfachsten Dinge der Natur und des menschlichen Lebens. Alles beginnt mit der Fähigkeit zu staunen. Was für Wunder ist das Wachsen des Getreides auf unseren Feldern? Schau hin, wie alles wächst. Was habe ich dazu getan? Ob ich wach bin oder schlafe, es wächst alles in der Natur von selbst, aus dem eigenen, aus dem Inneren heraus. Worauf will Jesus hinaus? Ich glaube, dass er von uns allem zur Geduld ermutigt. Alles braucht seine Zeit zum Wachsen. Zu Geduld gehört Vertrauen. Es wird schon. Gott lässt sein Werk wachsen. Er ist der Herr von Wachstum und Ernte. Versuche nicht zu erzwingen, was geduldig reifen musst. Du hast es ausgesetzt. Jetzt vertraue, dass die Saat aufgeht. Und schließlich will Jesus wohl auch sagen, die Zeit der Ernte kommt bestimmt. Auf sie musst du dich einstellen. Auf sie darfst du hoffen. Das Senfkorn ist ein Bild, so glaube ich, wie das Reich Gottes wächst. Wie aus diesem unscheinbaren kleinen Samenkorn ein gewaltiger Baum wird. So breitet sich das Reich Gottes aus kleinsten Anfängen über die ganze Welt aus. Jesus kam allerdings, als viele es erwartet haben. Nicht als mächtiger König ist er aufgetreten. In ihm hat sich Gott klein gemacht wie ein Senfkorn. Doch das winzige Samenkorn birgt in sich Wunder. Gott erfüllt unsere Hoffnungen und Sehnsüchte, aber wir müssen bereit sein, unsere Vorstellungen aufzugeben, wenn wir wahre Größe suchen. Müssen wir auf das unscheinbare kleine Senfkorn blicken. Du lebst, wenn das Reich Gottes in dir angefangen hat, Wurzeln zu schlagen. Nicht nur innen, du wächst mit dem Reich Gottes ins Weite. Deine Seele wird nicht nur stiller, sondern auch sensibler, achtsamer. Sehen wir unsere Senfkorn-kleine Glaubenskraft, unsere Senfkorn-kleine Liebesbereitschaft und unseren Senfkorn-kleinen Hoffnungsfunken in den Mutterboden des Alltags hinein und warten wir dann geduldig ab, was daraus wachsen kann, das anderen gut tut.